Bevor das Video anfängt, mal eine kleine Info. Das Video ist locker 2 Monate her, deswegen wundert euch nicht, da passiert auch ein kleiner Timeskip. Aber bleibt bis zum Ende dran, weil da erzähle ich euch, wie ich das Auto verkauft habe und was für eine abgefuckte Verkaufsstory ich da erlebt habe. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist sehr, sehr stark am Regnen. Ich habe kein Riesenpaket dabei. Und da vorne steht auch mein Baby ganz alleine im Regen. Damit er nicht so alleine ist, gehe ich da jetzt hin. Ich habe jetzt gesehen, ihr habt nach der letzten Aufforderung schon ein paar mehr Abos da gelassen und auch Kommentare. Ich danke euch vielmals. Ich habe etwas gekauft für dieses Auto, wovon ich nicht sicher bin, ob es für dieses Auto ist, aber ich hoffe es. Ich packe das jetzt einmal ins Auto, weil es echt mies am Pissen ist. Also ich habe hier etwas dabei in diesem Karton, worauf ich sehr lange gewartet habe und wo sich der Versand sehr, sehr lang verzögert hat. Einmal wurde das Paket nicht abgeholt, dann war es nicht richtig, dann dies und das. Aber jetzt ist es endlich bei mir. Wir haben jetzt auch die Schwierigkeit, ich weiß nicht, ob es für dieses Auto ist, weil ich habe nichts dergleichen im Internet gefunden für dieses Auto. Es gibt ein, zwei Firmen, die das oder sowas ähnliches hergestellt haben, aber dort konnte man damals dann, ich sag mal, die Kennzeichen nicht drauf montieren. Die Autos der 80er und 90er hatten ja oftmals am Heck eine Besonderheit. Vor allem bei Audi und BMW war es der Fall. Beispielsweise der damalige 8er BMW, der E31, hatte so eine komplett geil langgezogene Heckleuchte. Dann gab es die Audis, die hatten das auch, immer komplett langgezogene Heckleuchten. Mazda hatte das natürlich auch und die ganzen Marken, aber es geht jetzt nur um deutschen Motorsport. Made in Germany, das war mal ein Begriff. Die Welt hat uns bewundert. Und für den SEC gibt es sowas auch und das sieht bombenmäßig aus. Und wie wir alle wissen, möchte ich auf jeden Fall irgendwann mal einen richtig geilen SEC besitzen. Mit diesen Heckleuchten, mit diesen Reflektoren. So, jetzt ist es raus, es sind Reflektoren. Und ich habe sowas ähnliches jetzt für den 190er gefunden. Hier drinnen in dem Paket schlummert es auch schon. Und wie ihr seht, es ist echt, echt riesig. Und by the way, das neue Lenkrad ist auch drauf. Ich habe das nochmal getauscht. So sieht es aus. Einfach geil, Alter. Einfach geil. Boah, Alter, geil, ey. Unnormal, ey. Das kann ich noch halten. Falls ihr sehen wollt, wie das alles entstanden ist, gerne beim letzten Video vorbeischauen. Aber wie drehe ich das? Das ist so groß, das passt hier nicht mal richtig rein. Guck mal, dass das jetzt zur Hälfte aufliegt. So. Wo ist das schöne Teil denn? Da unten, schön verpackt in frische alte Folie, damit es auch nicht zerkratzt wird. Einmal hier beiseite packen, dann diesen Karton runter. So sieht das Teil aus. Ich packe das einmal hier aus. Wir sind jetzt hier an der finalen Folie angelangt und so sieht das Teil aus. Es ist brandneu, es ist aus alten Lagerbeständen. Also ihr könnt ja sowas mal suchen, aber für dieses Auto gibt es sowas irgendwie nicht. Ich finde nichts dergleichen. Für den SEC ja, für die 124er ja, 123er ja, aber 190er gibt es irgendwie nichts. Und ich habe hier auch mal geguckt, da steht auch nichts drauf, keine Nummer, kein nichts. Es ist crystal clean und auf der Vorderseite ebenso, bis auf ein paar, ich sag mal, Lagerungsspuren ist da jetzt auch nichts bei. Die Marke soll Airpress sein, made in Germany. Es wirkt ein bisschen zu lang für mich. Vielleicht kommt mir das aber auch nur so vor. Ich gehe jetzt ans Heck. Es ist immer noch mies am Regnen. Da fahren noch gerade diverse Autos rein. Aber auf den ersten Blick sieht es auf jeden Fall richtig geil aus. Hinter mir parkt anscheinend gerade jemand. Sieht man das? Ja. Mein Nachbar hat jetzt geparkt und ist durchgezogen. Ich gehe jetzt aber raus. Ey, dieses Lenkrad ist so geil mit dem Holz. Und baue das da dran. Oder halte es erstmal so dran. Das Rot ist ein bisschen knalliger. Und der Moment der Wahrheit. Oh nein, das passt gar nicht. Ach du Scheiße. Nein, es ist ein paar Zentimeter zu groß. Kann ich es denn irgendwie da drunter platzieren? Ey, das ist jetzt heftig traurig. Adios, mein Freund. Ich wollte das unbedingt hier drauf haben. Wenn das hier drauf gepasst hätte, wäre das doch zu geil so. Ich sehe aber auch, dass es hier schon rüber guckt. Also ist es tatsächlich nicht für mein Modell. Ja, Digga, alles umsonst. Das Teil hat mich auf jeden Fall eine halbe Niere gekostet. Deswegen bin ich ein bisschen froh, dass ich das Geld wiederkriege. Aber auch traurig, dass es nicht passt.
Jetzt frage ich mich aber nur noch, für welches Modell das ist. Das kann natürlich für den 190er sein, für den C126 sein, also den SEC. Wissen wir leider nicht. Ich habe trotzdem dazu noch passende Heckleuchten bestellt. Die sind tatsächlich auch schon fast alle da. Jetzt bin ich schon mega enttäuscht. Ich habe mich so auf dieses Teil gefreut und dachte, ich habe was Besonderes, was es irgendwie gar nicht mehr gibt. Wahrscheinlich habe ich nichts dazu gefunden, weil es dieses Teil auch nicht gibt für dieses Auto. Und ich werde das jetzt erstmal hier schön verpacken, wieder reintun. Ja, ich bin mies enttäuscht. Aber trotzdem habe ich für mein Heck noch andere Sachen bestellt, die dazu passen. Wie gesagt, die sind auch schon fast alle da. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Jetzt kommen wir mal zur cringesten und merkwürdigsten Verkaufsstory, die ich je erlebt oder auch gehört habe. Ihr müsst euch erstmal in meine Lage versetzen. Das Auto ist bestimmt für 4, 5, vielleicht sogar 6 Wochen inseriert. Und ich weiß nicht, ob ihr mal ein Auto online verkauft habt, aber wenn ihr das habt, wisst ihr, dass da so viele komische Leute schreiben, die merkwürdige Fragen stellen und dann nicht mehr antworten und irgendwie alles ausmachen, Treffen ausmachen und dann nicht erscheinen. Und ich hatte einfach keinen Bock mehr darauf. Mir haben Leute geschrieben, die das Auto schlachten wollten. Mir haben Leute geschrieben, die das Auto behalten wollten. Mir haben Leute geschrieben, die das Auto exportieren wollten. Die nur den Cut haben wollten. Halt wirklich alles. Und ich hatte, wie gesagt, einfach keine Lust mehr darauf. Vor allem wegen einer Person. Und ich bin mir sicher, dass es eine Person war. Nämlich hat mir erstmal eine Person geschrieben und mich so trollen wollen. Weil ich habe da geschrieben, irgendwie der Krümmer ist undicht und dies und das. Und dann schreibt er mir, nachdem wir so richtig lange, richtig seriös geschrieben haben, ist der Krümmer denn sehr krumm? Und ich dachte mir so, tamam, so, der fuckt mich jetzt ab, egal. Und dann habe ich mit jemand anderem da noch geschrieben und der schreibt so, yo, ich würde gerne vorbeikommen und so, wann hättest du morgen Zeit? Ich sag zu ihm, guck mal, du kannst kommen, ich bin bis 17 Uhr zu Hause. Und dann frage ich, wann hättest du Lust zu kommen? Er schreibt, ich komme morgen um 19 Uhr. Und wegen diesen Leuten hatte ich einfach keine Lust mehr darauf. Und dann hat mir noch eine Person geschrieben, aber das war so, gefühlt für anderthalb Wochen hat mir niemand geschrieben und dann eine Person, die das Auto dann haben wollte, der ich dann auch irgendwie voll spät geantwortet habe, aber das ist eine andere Story, der wollte das auf jeden Fall haben. Da haben wir ein Treffen ausgemacht, ich hatte halt schon vorher die ganzen Verträge und so ausgefüllt und alles reingeschrieben, weil es noch andere Interessenten gab, die das Auto haben wollten und ich das schon vorbereitet hatte. Long story short, er ist dann um die Uhrzeit gekommen, wie wir es abgemacht hatten, er ist pünktlich erschienen. Und er ist mit einem Freund gekommen, der war so 18, 19 schätze ich, also ich sehe die so, ich sag so, hallo, hallo, zurück, alles cool und so. Und er fragt, läuft der Motor? Ich sag so, ja klar, ich gebe ihm den Schlüssel und sag, lass dir Zeit. Weil ich weiß ja, wie das ist, man möchte das Auto wirklich inspizieren, man möchte sehen, welche Fehler es hat, welche nicht. Weil je nachdem kauft man es halt und vielleicht sind da halt Kosten, die man erstmal nicht sehen kann oder die man nicht erwartet hat. Ich gebe ihm den Schlüssel, wie gesagt, er setzt sich ins Auto, wirklich. Dieser Prozess hat so 10 Sekunden gedauert. Ich rede mit seinem Kollegen, frage so, yo, kommt ihr von hier, dies und das? Also, ob die halt aus meiner Stadt sind oder ob die von weit her kommen. Weil ich glaube, die sind im Bus gekommen. Und während ich das frage, innerhalb von diesen 10 Minuten, nimmt er einen Schlüssel, steckt den Schlüssel rein, dreht aber, geht nicht auf Kupplung, das Auto springt nach vorne. Ich gucke so nach vorne, ich so, yo, du musst Kupplung betätigen. Also, alles klar, Auto ist nach vorne gesprungen, nehme ich. Er nimmt Schlüssel raus. Ich denke mir so im Kopf so, hä, dein Ernst, Digga? Aber ich so, okay, natürlich, ich freue mich. Er holt das Geld raus, er gibt mir so das Geld. Und dann so, hier, weil du so korrekt bist, noch ein Zehner. Ich so, hä? Bin ich im falschen Film? So für 100 wollte das Auto niemand haben. Und jetzt gibst du mir sogar ein bisschen mehr als abgemacht. Aber für mich Jackpot, weil ich habe mich gefreut, das Auto kommt weg. Ja, ich krieg das Geld. Ich habe das Geld auch kontrolliert, das ist auf jeden Fall echtes Geld, also der hat mich auch nicht verarscht oder so. Hab dann gesagt, so, okay, cool, können wir machen. Ich gehe dann kurz rein, hol die Papiere und dann kannst du das Auto haben. Dann bin ich rein, hab die Papiere geholt, also Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief und TÜV-Zettel plus halt den Vertrag, den ich schon hatte und hab den auch ausfüllen lassen. Hat er auch gemacht. Also alles seriös ausgefüllt, dies und das. Und dann kam er tatsächlich auch vor ein paar Tagen und hat das Auto abgeholt. Das Auto ist jetzt weg, ich habe mein Geld, ich habe Platz. Und ich bin glücklich, weil mir so ein riesen Stein vom Herzen gefallen ist. Ich hoffe, euch hat das Video und die Story gefallen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was für euch die komischste und weirdeste Story war, die ihr beim Autoverkauf oder Kauf erlebt habt. Schreibt es bitte in die Kommentare, weil ich check nicht, ob mir nur sowas Komisches die ganze Zeit passiert oder auch wirklich andere. Deswegen schreibt es bitte in die Kommentare, würde mich brennend interessieren. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Falls ihr lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, ciao.